Hallo liebe DE-Follower, Lorenzo Zimmer hier mit dem nächsten Video aus dem Land der Sümpfe und Pelikane. Ich melde mich wie gewohnt bei euch aus Baton Rouge. Und seit dem 1. Juni ist hier in Louisiana, generell am Golf von Mexiko, die Hurricane-Saison. Und deswegen geht es in diesem Video um die tropischen Wirbelstürme. Los geht's. Wie eben schon gesagt, sind Hurricanes tropische Wirbelstürme. Und zwar entweder im nördlichen Atlantik oder im östlichen Pazifik, also östlich der Datumsgrenze. Und sie haben mindestens eine Windstärke von 12, was ungefähr so 120 km/h Windgeschwindigkeiten entspricht. Die meisten Hurricanes entstehen zwischen Mai und Dezember, aber besonders die Zeit zwischen Juli und November ist besonders anfällig für die Entstehung solcher Stürme. Und da jetzt gerade Juli ist, dachte ich, das ist eigentlich die perfekte Zeit, um euch mal ein bisschen was darüber zu erzählen. Hurricanes kriegen sehr früh nach ihrer Entstehung eigentlich einen Namen. Berühmte Vertreter sind Ida oder Katrina. Und im Moment sind die Augen hier in Louisiana auf Bonnie gerichtet. Das ist ein Sturm, der gerade in seiner Entstehung sich befindet und der die Bewohnerinnen und Bewohner von New Orleans, aber auch von den anderen Risikogebieten hier in Louisiana, schauen eigentlich sehr genau auf die Wetterkarten und gucken, was aus Bonnie wird. Zum völlig normalen Umgang mit solchen Hurricanes hier in Louisiana zählt auch, dass sich die Leute gegenseitig helfen. Das heißt, jeder weiß im Freundeskreis, wer gegebenenfalls einen Shelter bzw. eine gute Kelleranlage hat und wer keine hat. Und bevor solche Stürme dann wirklich aufziehen, hilft man sich gegenseitig beim Befestigen des Hauses, beim Verschließen von Fenstern mit Brettern oder beim Verstärken der Bausubstanz. Also sowas gehört hier eigentlich zum Standard, dass man sich gegenseitig hilft. Und auch der öffentliche Sektor, also öffentliche Einrichtungen und auch Zeitungen helfen dabei, sich vorzubereiten. Der Advocate, das ist die Zeitung hier in Baton Rouge, die Lokalzeitung, veröffentlicht regelmäßig Packlisten, was man sich besorgen soll. Es gibt Übersichten, wo es Shelter gibt, wo es Hilfe gibt und wo man hin kann, falls das eigene Haus unbewohnbar geworden ist. Und es gibt natürlich auch Listen mit Handwerkern, die gegebenenfalls helfen. Ältere Menschen bekommen Hilfe beim Einkaufen und beim Vorbereiten, also können ihre Vorräte auffüllen und können sich dafür Hilfe beim Einkaufen besorgen. Wie immer hilft es also, die örtliche Lokalzeitung zu lesen, um informiert zu bleiben. Das machen wir auch und natürlich hoffen wir, dass Baton Rouge und generell Louisiana in dieser Saison möglichst von schweren Hurricanes und Wirbelstürmen verschont bleibt. Sollte sich tatsächlich ein Sturm nähern, halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Ansonsten hoffen wir, wie gesagt, dass wir verschont bleiben und dass die Gegend verschont bleibt. Ich sende wie immer liebe Grüße aus Baton Rouge in Louisiana. Haltet die Ohren steif, bleibt gesund, schaltet doch nächste Woche wieder ein. Ciao, ciao, euer Lorenzo.